Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, die Woche war ruhig, zumindest für euch, was die Videos von mir anging, aber es gab auch reichlich zu tun. Seit Mittwoch sind wir ja in einem Turnier von Noobs. Ich nenne das immer Noobs sein Turnier oder Noobs im TV sein Turnier. Und dort streamen einige Streamer heftige Matches aus der im Moment noch befindlichen Gruppenphase. Und auch ich habe mich dazu bereit erklärt, in dem Turnier wieder ein wenig von euch zu zeigen. Also wenn ich meine von euch, dann meine ich natürlich von allen Ratostufen, die hier auch mitspielen. Denn das Format ist wie folgt. Wir spielen, oder hier wird immer ein 5 gegen 5 gespielt. Allerdings Rathaus 13 bis Rathaus 9 runter. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ihr seht, das ist allerdings die zweite Geschichte oder das zweite Match von gestern gewesen. Ich muss ins erste Match rein, denn das zweite Match habe ich gestern nicht gezeigt. Warum ich das nicht gezeigt habe, komme ich gleich zu. Also One Vision gegen Kartoffel mit K1212. 1% mehr Zerstörung. Das war hier Hölle, Hölle. Spannend, kann ich euch sagen. Aber wir wollen natürlich auch den einen oder anderen Angriff sehen. Und zwar längster Queen Charge ever. Man erfindet ja immer irgendwelche neuen Kapriolen oder was auch immer. Oder ich will nicht sagen neue Strategien, aber ich bin ganz ehrlich, im Nachgang habe ich das so noch nicht gesehen mit 3 Wutzaubern und einem Heilzauber. Und es ist ein wirklich ultra, ultra langer Queen Charge hier. Richtig schön ausgeführt. Erstmal ein bisschen kurz mal die Clanbuch aus der Burg gelockt. Da kam ein Lavahund raus, der kostet jetzt nur Zeit. Die Queen bekommt da so gut wie keinen Beschuss da hinten. Also alles in Butter. Und dann soll es hier weitergehen in Richtung Base Mitte. Aber mal sehen, wie die Queen, manchmal weiß man ja nicht, wie die Queen genau tickt hier. Aber die geht hier schön jetzt Richtung Mitte rein, denn das Lager nimmt die jetzt außen zwar noch mit und auch den König. Aber dennoch ist danach die Kaserne zu weit erreichbar. Das heißt, sie schlägt jetzt den Weg Richtung Mitte ein. Und da kommen gleich nochmal ein paar Mauerbrecher. Kommen so ein bisschen vereinzeln. Die schaffen die ersten Mauern auch nicht. Aber auch das kompensiert er sehr, sehr gut. Und ich habe schon immer gedacht, auch bei dem Angriff habe ich gesagt, ich nehme schon immer viel Mauerbrecher mit. Aber 10 Mauerbrecher, das trumpft auch mich, muss ich sagen. Also wirklich krankes Ding hier. Und ja, dieses Bam, Bam, Bam. Hier hat es gestern ganz, ganz oft Bam, Bam, Bam gemacht. Also hier fielen gestern die 3 Sterne. Ich will nicht sagen am Stück, aber im Livestream habe ich ja immer so einen Hype an für den jeweiligen, der dann die 3 Sterne holt, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu untermalen und natürlich auch die Teams ein bisschen anzufeuern. Und der ging gestern ja teilweise fast nicht aus. Also wirklich schönes Ding. Und seid einfach dabei. Heute Abend wieder ab 19 Uhr bin ich auch wieder in diesem Clan hier. One Vision ist im Moment, wie gesagt, noch Gruppenphase. Und 2 Spieltage stehen noch aus. Das heißt, wir haben erstmal 2 nette Stunden hier im Rathaus 9, 10, 11, 12 und Rathaus 13 Bereich. Und gucken, was wir dann danach immer machen. Also da lasse ich dann meistens so die Zuschauer entscheiden, was machen wir. Spielen wir Clash of Clans oder spielen wir Clash of Clans oder spielen wir einfach Clash of Clans weiter. Ja, meistens bleibt es dabei, wir spielen Clash of Clans einfach weiter. Je nachdem, ich bin ja auf vielen Hochzeiten im Moment am Tanzen. Wie gesagt, gestern gab es erst, oder leckt es wieder leicht durch, gab es erst hier das Turnier beim Noobs. Der dritte Spieltag wurde ausgespielt, beziehungsweise der zweite und dritte Spieltag. Also lasst euch da nicht verwirren. Ein Spieltag hat dann auch mal 2 Spiele, beziehungsweise ein Spieltag hat ein Spiel und 2 Spieltage finden an einem Tag statt. So ist das Ganze organisiert. Mit recht vielen Clans, muss ich sagen. Und dieses Mal auch sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen gesittet, aber das Gefüge passt hier, glaube ich, auch von den Streamern. Es können nicht immer alle zur gleichen Zeit, beziehungsweise es können nicht immer alle hier mitmachen. Aber jetzt muss ich mal gerade gucken. Da. Wir nehmen erst den, weil der auch zuerst da war, vom Nolex Beses gegen den Talmos. 3 Sterne auf Rathaus 13. Und deswegen habt ihr bisher noch nicht alle Streamer, glaube ich, gesehen. Es müssen eigentlich mit an Bord sein. Es ist Maxi. Es ist, glaube ich, wenn er denn Zeit hat, der Itzu, Perry Gaming ist dabei, Justus Semper, der Rambo und Noobs, glaube ich, selber auch. Der hat ja ESLM, glaube ich, dann auch gemacht noch vorher oder nachher oder währenddessen. Und der wird aber in jedem Fall das Spiel um den dritten Platz machen und auch das Finale.
Und dementsprechend bin ich gespannt, wer es denn bis ins Finale schafft oder auch schon mal bis in die Halbfinals. Denn das ist ja absolutes Casual Gaming hier, Leute. Also hier ist jetzt nichts Pro oder so und macht da gerne mit. Joint den Discord von Noobs im TV und haltet Ausschau nach dem nächsten Turnier, denn es gibt natürlich auch ein bisschen was zu gewinnen. Das hat der ein oder andere Zuschauer gefragt, aber wir wussten es bis jetzt noch nicht so ganz genau. Es wird wieder eine Merchbox geben, es wird wieder Unmengen an Gems geben und andere Sachpreise. Also es lohnt sich in jedem Fall schon allein aus dem Spaßfaktor, würde ich sagen. Denn das macht unheimlich viel Spaß, hier so ein Turnier mitzuspielen, beziehungsweise ja, nicht nur mitzuspielen, sondern auch das Ganze ein bisschen zu kommentieren in dem Clan. Und auch das Format gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man erstmal so in einem Team ist, die ganze Gruppenphase mit dem Team mitnimmt und dann teilen wir uns sicherlich auf und gucken mal, wie wer was weitermacht. Also sehr schick. Ich schnupper im Moment auch ein bisschen Turnierluft, denn ich bin bei der GML Prime mit einem Rathaus 11 mit am Start. Habe gestern schon meine nicht so guten Angriffe ausgeführt, aber ich war auch eingesetzt als nicht Ersatzbank, sondern als Scout. Und von daher habe ich, glaube ich, gut gescoutet. Dort ist das Format noch mal ein bisschen anders, aber komme ich die Tage mal drauf zu sprechen, dann geht da auch mal ein bisschen was aus der GML Elite und auch aus GML Prime. Ich denke mal, da kann ich beides festhalten für euch, denn dort spielt Spätzle mit Soße auch hart mit. Und hier bei dem Turnier haben wir uns tatsächlich diesmal rausgehalten aufgrund der Masse der anderen Turniere. Und liegt aber vielleicht auch daran, es gibt ja auch ein gewisses Regelwerk, was auch nicht gerade nicht kompliziert ist, was die Spenden angeht. Also ihr habt das ja wahrscheinlich jetzt beobachtet, hier hat kein Rathaus 9 unten. Ein Headhunter zum Beispiel in der Clanburg, das ist not allowed. Und auch die Zehner spielen hier oldschool, ohne Belagerungsmaschine, das muss man dazu auch wissen, also Regelwerke immer gründlichst lesen und irgendwann versteht man es dann auch. Aber das waren hier schöne 3 Sterne von Beses auf Talmos, aber Talmos hat auch den Beses gedreiert ganz, ganz am Ende und das hat die Sache hier so unheimlich spannend gemacht, denn der Talmos musste gegen Beses dreiern, hat er aber auch geschafft. Aber wie gesagt, es war auch wirklich eine ultra spannende Geschichte hier und gefiebert bis zum letzten Angriff. Und das ist natürlich echt mal göttlich, vor allen Dingen auch für uns als Streamer hier solche Matches mitzubringen. Da brauchst gar keinen E-Sports oder so. Was Spannung angeht, da reicht das Casual Gaming hier in dem Format Rathaus 9 bis Rathaus 13. So, er belimmt hier erstmal unten das Compartment raus. Und um das wirklich mal dann live mitzuerleben, wie gesagt, ab heute Abend 19 Uhr geht es wieder los. Also vielleicht habt ihr ja auch mal Zeit, den Stream beizuwohnen, auch die eigentlich meine Streams nie sehen, weil sie vielleicht abends auf Party gehen oder was auch immer, also so auf unerlaubte Partys und oder halt ja, vielleicht noch nicht ganz so alt sind, dass sie sagen können, naja, der Toto streamt ja immer um 21 bis 0 Uhr oder länger, das ist nicht so meine Zeit. Und aber guckt ruhig rein, jetzt 19 Uhr, glaube ich, ist auch eine Zeit, die ist auch für jeden irgendwie machbar, selbst für mich. Da hatte sich ja auch der ein oder andere Zuschauer gewundert, dass Thorsten plötzlich um 19 Uhr hier auf Twitch erscheint. Ich weiß, ist überhaupt nicht meine Streamzeit, aber es ist nicht anders machbar, um hier möglichst viel auch mitzunehmen, um auch möglichst vielen Spielern hier die Möglichkeit zu geben, zu Zeiten anzugreifen, die, ich nenne es mal so, ein bisschen gesittet sind. Also, dass so ein Turnier jetzt nicht um 21 Uhr oder 22 Uhr anfängt, weil dann jüngere Zuschauer, nicht Zuschauer, Spieler, unter Umständen nicht mehr mitspielen können. Deswegen hat man das ein bisschen eher angesetzt und so gehen die Matches hier auch um 19 Uhr alle los. Das betrifft auch alle Gruppen. Ist also keiner irgendwie ausgenommen. Und ich glaube in den Halbfinals oder so oder irgendwie am Sonntag, glaube ich, geht es sogar schon um 18 Uhr los mit den ersten Matches. Und dann wird ja auch irgendwann ein Sieger gekürt. Aber auch hier habe ich gesagt, mal sehen, ob die Base hält. Das Witzige ist immer, man kann den Kommentar ja nicht nochmal wiederholen. Aber ihr könnt die Streams auf Twitch immer nachschauen. Das heißt, irgendwann hat Twitch auch die Streams fertig gerendert. Da könnt ihr dann die witzigsten Clips. Der Clip von gestern ist übrigens echt gelungen von der Hannover Family. Denn ich habe gestern noch ein HCWL-Match für die Meute gestreamt, Spätzle mit Soße gegen Hannover Family.
Und auch da, muss ich sagen, hat es immer heftig gebimmelt und hat es heftig eingeschlagen. Gehe ich auch gleich kurz mal rüber, den einen Angriff habe ich da noch. Auch den muss ich euch unbedingt zeigen, bevor dann irgendeine Wartung kommt und ich kann keine Wiederholung mehr antriggern. Das wäre dann ein bisschen doof. Der Angriff brachte also genau das 1%, was One Vision jetzt hier wieder an die Tabellenspitze geführt hat. Nicht ganz, sie sind im Moment Zweiter, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ihr dürft jetzt nicht denken, dass ich jetzt immer für One Vision bin. Ich bin hier für kein Team. Jedes Team spielt hier so gut es geht und ich feuere jedes Team so gut wie es geht oder so gut wie es von meiner Seite aus geht auch an und bin also eher unparteiisch. Aber wir kommen mal rübergehen zum anderen Account und denn da habe ich noch einen Angriff für euch, den, wie gesagt, ich muss das unbedingt festhalten, sonst läuft mir das ein bisschen aus dem Ruder. Ich glaube, es war der Angriff hier von Chuck. Kurzer gegen den Dark Knight. Erstmal die oder ein Slammer nimmt er raus hier und ungewöhnlich, dass man eigentlich tatsächlich so angreift hier über Ecke. Aber vielleicht bekanntes Design, ich weiß es nicht genau. Und auch hier war es so, muss ich sagen, unheimlich zäh. Also es gibt hier Szenen, ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Es gibt hier Szenen, die sind, ja, da denkst du, es geht im Spiel jetzt gerade nicht weiter oder in dem Kampf überhaupt nicht weiter. Das ist hier jetzt gleich nach dem Rathaus, denn er drückt hier wirklich alle Truppen Richtung Rathaus und Richtung Mitte, aber durch die Skelette und durch das, was da natürlich noch schießt und durch Clanburg, ist das unheimlich zäh. Ihr seht das, es geht überhaupt nicht so richtig weiter und der Adler ballert von da hinten und der Scattershot ballert von hier vorne und die Truppen werden ja immer so ein kleines Stück zurückgeworfen. Also sah das erstmal gar nicht so danach aus, als wenn so ein Angriff hier was werden kann. Jetzt kommt noch die Clanburg raus. Okay, Lava-Hund ist auch im Rathaus 13 Bereich immer gerne genommen, denn Queen und auch der Royal Champion kümmern sich gerne mal um diese Flugtiere, was die dazu auch dann verleitet, öfter mal vor den Truppen zu sein, denn die hechten dann auch noch den Welpen hinterher. Kann mich, glaube ich, erinnern, dass ich an dieser Stelle gesagt habe, Mensch, das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Compartments, die da raus müssen. Und oben haben wir gesehen, eine Belagerungsmaschine als Kaserne, also hat eine Kaserne gewählt mit Yeti. Ich habe die Tage auch gesagt, aus der Kaserne kommen nur Hocks. Da kann man natürlich auch mal was anderes reinpacken. In dem Fall hier waren es Yetis mit den vielen Mais und jetzt ist das Compartment oben schon raus. Also geht es jetzt weiter hier, um die nächsten hier zu klären. Oben ab 12 Uhr ist jetzt der Royal Champion ja mit dazugekommen. Viele Truppen sind es ja nicht mehr, ne? Viele Truppen sind es nicht mehr. Nur sind es noch viele, viele Hexen und viele, viele Skelette. Da verliert man schnell mal den Überblick, Leute. Wo ist eigentlich hier noch getummelt? Denn in der Regel haben wir ja dieses Format, dass wir so ein bisschen von oben raufschauen, um so ein Gesamtbild zu bekommen. Das ist aber manchmal ganz, ganz schwierig, dann auch wirklich alles zu sehen hier. Single Inferno hier unten noch. Und der Royal Champion räumt hier unten immer noch auf. Der ist jetzt immer noch nicht down, aber schon gezündet. Hat noch einen Freeze-Sauber, noch ein bisschen Flächenschaden. Und eigentlich tatsächlich Person der Woche. Person der Woche ist unser Warden. Auch das haben wir gestern festgestellt. Also Person der Woche ist echt der Warden. Denn der hat hier so viele Matches entschieden. Mit seiner unglaublichen Range. Dass es schon fast manchmal unheimlich war. Was der im Moment vollbringt. Aber der macht auch mal ganz schön viel. Der macht auch mal ganz schön viel Mist. Auch das muss man an der Stelle mal so sagen. Nichtsdestotrotz hat aber auch Hannover Family hier ein gutes Match abgeliefert, würde ich so aus meiner Sicht sagen. Je nachdem, wo man sich so einordnet und der Ragadon hier gegen den Eyewitness. Auch das hat eine kleine Story, Leute. Ich habe das noch mal im Nachgang gehört. Tatsächlich habe ich hier gesagt, dass der Eyewitness ein wirklich Top-Angreifer ist im Rathaus 13 Bereich. Und hat allerdings ein kleines Problem, habe ich so an der Stelle gesagt. Seine Bases werden häufig auch gedreiert. Dann hast du nicht wirklich was gewonnen. Also du teilst zwar immer schön drei aus, aber deine Base hält nicht. Und das müsst ihr natürlich ein bisschen vermeiden. Deswegen
habe ich mittlerweile ja auch so den einen oder anderen Base-Bilder bei mir in der Werbung, also zumindest in den Streams. Müsst ihr die Streams besuchen, dann seht ihr die auch. Da könnt ihr auf die Discords und da kann man ja dann auch mal zuschlagen, ne? Und sich nicht seine eigene Base, gebaute Base vertrauen, sondern vielleicht doch mal einen Base-Builder hier an die Seite des Vertrauens zu stellen. Und auch hier sieht es gar nicht so danach aus, als wenn dieser Angriff überhaupt in irgendeiner Weise was wird. Allerdings die Riesenskelette von den Superhexen, die sind ja unheimlich zäh. Die sind zwar unheimlich langsam, aber das sind richtig zähe Knochenburschen. Und sie sind halt ein bisschen langsamer. Aber aus der Clanburg kamen, glaube ich, Super Luckys raus und, glaube ich, ein paar Headhunter, immer unheimlich böse Kombination, finde ich. Headhunter und die Super Luckys dahinter, denn die Headhunter stürmen ja wie gestochen auf die Helden zu und die Lakaien aus dem Hintergrund erstmal 5 Schuss. Die stehen zwar so lange dann im Gift, also der Gift muss gut gesetzt sein, aber guckt euch das an, hier in der Mitte, die sind ja auch unheimlich gut gegen Mauer, also die können auch als Mauerbrecher eingesetzt werden, die Skelette hier. Hexen können oder unterstützen kurz noch. Es ist jetzt noch ein Scattershot am Leben. Eigentlich sagt man dann immer, naja, den Scatter kriegt jetzt keiner mehr da in der Ecke. Allerdings sind ja auch ein paar Lücken drin und der Scattershot dreht sich immer schön so ein bisschen. Mal nach hier hin, mal nach da hin, das war vielleicht jetzt so ein bisschen sein Glück, sonst holt er hier alles raus. Aber die Skelette haben richtig viel Trefferpunkte und lassen sich dann auch nicht beirren. Und das sind jetzt einfach noch ein bisschen zu viele Hexen. Aber trotzdem schöner Angriff hier vom Ragadon von Hannover Family. Die lasst euch von den Clan-Namen nicht irritieren. Viele Clans spielen ja nicht in ihren eigenen Clan die Events, sondern spielen das in anderen Clans, in Event-Clans, was auch immer. Es gibt auch Turniere, dort wird ein Level 1 Clan immer erwartet, also da darf man dann nicht in seinem Stammclan spielen oder sowas. Das ist hier aber nicht der Fall. Bei der HCWL, das war ein HCWL-Match hier, und das HCWL-Match hier ging auch an Spätzle mit Soße. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Mit 14-11, also richtig heftiger Bam 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 hier. Aber ich denke mal dennoch, cooles Format hier. Only Rathaus 13, wer die HCWL denn kennt, ich nenne es mal die inoffizielle oder offizielle Bundesliga hier bei Clash of Clans im deutschen Bereich, der kennt dieses Format hier. Also auch hier gibt es erstmal eine lange Gruppenphase zu überstehen, bevor es dann in die Playoffs geht. Und dementsprechend gibt es hier immer ein bisschen was zu schauen. Aber ich wollte in jedem Fall die für euch festhalten. Sonst, wie gesagt, kommt irgendeine Wartung und ich kann euch nichts mehr zeigen, was sehr, sehr schade wäre, denn alle oder viele, viele Angriffe waren richtig, richtig bam, bam, bam. Okay, das war's von meiner Seite. Ich würde euch ein schönes Wochenende wünschen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ab heute Abend 19 Uhr wieder auf meinem Kanal auf Twitch TV dabei seid. Link ist in der Beschreibung immer unter den Videos und auch der Link zu unseren Clans Free-to-Play und Herausforderer. Ja, die Herausforderer bleiben erstmal die Herausforderer. Das steht auf einem anderen Blatt Papier oder ist eine andere Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Euer Toto. Flashen.